Hallo und herzlich willkommen zurück zu TestDrive Unlimited. So, nach langer Zeit wieder eine Aufnahme. Und dieses Mal möchte ich es wirklich vollbringen, es heute durchzuspielen, das schöne TestDrive. So, ich habe hier mal ein bisschen offscreen noch keine Rennen gefahren, die uns interessieren, aber ich habe halt ein bisschen was gemacht. So, kommt man hier in die Nähe irgendwo hin, dann machen wir das nämlich mal eben direkt am Anfang. Sowas haben wir schon lange nicht mehr gemacht, beziehungsweise noch nie gemacht. Ja, dahin gehen wir. Und dann sollte das eigentlich passen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ah, jetzt sind wir ein bisschen als Geisterfahrer unterwegs. Aber ich meine, wen stört's denn bitte? Niemanden doch von euch bestimmt. So. Ah, hier ist es. Geil. Eine Runde mit dem Königseck. Also der Königseck ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, ach, nee, ich möchte doch hier gar nicht. Was mir gerade so einfällt. Nein, das ist unser Speicherstand. Ich dachte gerade, ich hätte den falschen Speicherstand geöffnet. So, jetzt geht's da mal hinter Steuer von Königseck. Mein Wagen muss zur Inspektion, aber ich habe keine Zeit, mich selbst darum zu kümmern. Würden Sie das für mich machen? Aber bringen Sie ihn mir unversehrt zurück. Boah, das sieht aber schon richtig bonzig aus, wenn man mit als Chauffeur mit einem Bugatti ankommt. Ist das auf Zeit, oder? Das wäre nicht so toll. Oh, nein, es ist nicht auf Zeit. Und dann können wir gleich... Alter. Alter. Okay, ich muss ein bisschen sensibel sein am Gas. Man merkt hier direkt, was ich letztens schon mal erzählt habe. Der hängt ein bisschen mehr am Gas als der Bugatti. Ups. Also wirklich auch ein geiles Auto. Ich glaube, 5 Stück gibt es davon in echt auf der Welt. Ziemlich geil. Den habe ich ja dann nicht gekauft, weil der mir halt eine Nummer zu scharf ist hier. Fürs Let's Play. Das ist mehr sowas, wenn man selber ein bisschen konzentrierter spielt und nicht dabei labert. Das ist hier schon eine Nervensache. Vor allen Dingen, weil wir jetzt den sicher transportieren müssen. Gut. Kann man jetzt aber eigentlich mal schnelles Geld verdienen, sage ich mal. Ja, jetzt waren wir hier ein bisschen im Gegenverkehr unterwegs. Ja, hier zwar über eine rote Ampel gefahren, aber das interessiert uns ja sonst auch nicht. So. Ups. So. Wir haben gleich schon die Hälfte. Ich bin jetzt aber trotzdem mal wieder sensibel beim Gas geben. Man soll ja lieber nicht übertreiben, würde ich mal sagen. Hier war es nämlich schon wieder fast so weit. Wenn der nämlich einmal anfängt zu rutschen, dann ist es schwer, den zu halten. Das ist nämlich doch schon wirklich hier ein heißes Gefährt. Gehen wir mal hinter Steuer. Da finde ich den Bugatti von innen schöner. Aber der hier hat natürlich sogar noch einen Tacken bessere Werte. Beziehungsweise, ich glaube nur in der Endgeschwindigkeit, wenn ich es mir richtig überlege. Aber dafür ist er halt ein bisschen zickiger zu fahren. Das heißt, man hat gerade als, sage ich mal, Amateur hier mit dem Wagen eher Probleme. Und übrigens, jetzt hier, steht hier schon rechts neben mir mein Lenkrad. Werde ich jetzt in TestDrive nicht mehr verwenden. Einfach weil ich es immer mit Controller gespielt habe. Und ich Angst habe, dass ich das dann jetzt verkacke auf den letzten Metern. Ich möchte nämlich eigentlich das ganz gerne heute beenden. Und dann jetzt vielleicht sogar bis zum Jahresende. Nein. Ma. Ja, vielleicht sogar bis zum Jahresende alle Parts dann rausgehauen haben. Auch wenn ich da 2 Parts dann am Tag machen muss. Aber ich will das irgendwann mal hinter mir haben, so langsam. Eigentlich war das ein Projekt, was geplant war für 2 bis 3 Monate. Also hätte das eigentlich schon so im November aufhören müssen. Aber dafür bin ich halt, ja, wie soll man sagen, ja, wurde es dann irgendwann nicht mehr wirklich von mir favorisiert. Also
Landwirtschaftssimulator ist ja eigentlich so mein Nummer 1 Projekt, was am regelmäßigsten kommt. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil ihr das am liebsten seht. Da gibt es die meisten Likes, da gibt es die meisten Klicks. Da sind mehr Leute drauf scharf als auf Test Drive, so. Und wenn sich das mal ändern sollte, gibt es natürlich mal mehr Test Drive. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich sehe, dass viele von euch das gerne gucken, und dann mache ich auch mehr davon, um euch auch eine Freude zu machen. Und wenn was halt nicht so oft geguckt wird, dann gehe ich halt davon aus, dass es euch nicht so ganz gefällt. So. Gut. Jetzt schaffen wir es aber hier mal. Ich drücke jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr drauf. So. Schön Test Drive, schöner Königsegg. Bisschen rollen lassen hier. Jetzt wieder Gas. Und wenn man den Gas gibt, dann macht er auch Gas. Das ist schön. Der pfeift immer so ganz leicht. Und das kommt wahrscheinlich vom Turbo oder so. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall mit Luft, denke ich mal, vom Geräusch her. So, hier wird es jetzt wieder voller. Muss man dann... Alter! Muss der mich so erschrecken. Wir haben hier ein teures Auto. Obwohl, das finde ich jetzt gar nicht so das Schlimmste, sondern einfach, dass wir unser Geld für den Auftrag hier kriegen. Ja, ganz gut. So. Und dann mal wieder hier aufs Gas. 2,5 Kilometer sind es noch. Probieren wir halt gleich im Anschluss, was ich in diesem Projekt halt noch vorhabe, die Meisterschaften zu beenden, alle. Und dann kommt eigentlich nur noch die Yacht kaufen und vielleicht zwei Autos mal Probe fahren, wenn ihr damit einverstanden seid. So. Boah. Also ich kann das ja mal erzählen, morgen ist der 21.12., morgen geht ja die Welt unter. Obwohl der Part, der kommt jetzt wahrscheinlich schon am 22. Und dann ist die Welt anscheinend wohl doch nicht untergegangen, wenn dieser Part hier kommt. Sehr schade. Wäre eigentlich mal ganz schön. Mal wieder was Neues, wenn die Welt untergeht. So. Ja, endlich. Schön kassiert, 50.000. Ist jetzt für uns, sage ich mal, nichts Großes mehr. 24 ist unser Level. So. Wir haben unseren Bugatti, der ist ja eigentlich auch einen Tacken solider, würde ich mal sagen. Von der Leistung her. Und ich möchte jetzt hier gerne bei der Meisterschaft ein bisschen zeigen, was ich kann. Hoffentlich kann ich dann auch noch was. Es war ja in letzter Zeit nicht mehr so ganz so selbstverständlich, den Sieg einzufahren wie ganz früher im Let's Play. Da in den ersten 20, 30 Folgen habe ich, glaube ich, nichts vergeigt. Fahren wir mal das hier. Aber das hat sich halt mit der Zeit geändert. Es wird halt auch doch ein bisschen schwieriger. Ja. Ich überlege gerade. Am besten, ja, wir machen das jetzt einfach mal 7,1 Kilometer. Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht lieber erst das K.O.-Rennen machen. Ich frage mich, ob irgendwer heute gegen mich ankommen kann. Ich bin in Topform. So. Gut. Ey. Geh da weg. Oh. Blöd. Ihr habt wahrscheinlich gerade so ein Geräusch gehört. Das heißt, dass ich irgendwo eine E-Mail oder so gekriegt habe. Das kam jetzt auch gar nicht vom Computer, sondern vom Tablet, mit dem ich die Zeit stopp. Ey, Stuart, aber mal ehrlich. Was soll das denn heute schon wieder? Na, der Stuart war auch immer unser härtester Gegner, wenn ich das richtig in der... Alter, Stuart.
Warte, erstmal mache ich hier am Tablet mal das Internet aus. So. Ich mache am besten. Ah! So, Neustart. Ich habe der Aufnahme schon wieder der Wurm. Dummer Steward. Ich ziehe jetzt direkt nach rechts rüber, egal was der macht. Ja. Zumindest geblockt. Der sollte jetzt nicht vorbeikommen. Ich meine, wenn der Assi fährt, fahren wir halt auch Assi. Können wir auch. Finde ich zwar nicht so schön, aber wir wollen ja auch irgendwie unsere Punkte hier einfahren. Ma. So, sind das mehrere Runden? Nein, das ist ein Rennen. Und jetzt geht's hier erstmal auf einen schnelleren Abschnitt, glaube ich. So. Oh, ne. Verdammt. Hä? Warum fährt er so langsam? Ach so, der stimmt, der fährt auf Dreck nicht so schnell. Das war dumm. Alter, Stuart. Aber mal ehrlich, der will uns hier echt umbringen. Wenn ich irgendwie Scheiße mache, dann mache ich das meistens immer bei langsamer Geschwindigkeit. Damit nicht beide Fahrer draufgehen, sage ich mal. Aber der Steward, der geht hier ganz aufs, also wirklich voll rein. Aber trotzdem haben wir im Moment hier die Führung. Und die wir, glaube ich, auch sogar relativ gut benötigen für die Meisterschaft. Weil ich kann mich erinnern, dass wir in letzter Zeit nicht mehr alles gewonnen haben wie früher. Mann. Also man merkt wirklich, ich habe aufgehört, so viel Privat-Test-Drive zu spielen. Ich kann es einfach nicht mehr so gut. Und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt Test-Drive eben nochmal heute durchsuchten möchte, sage ich mal. Das sind bestimmt jetzt, ab jetzt noch 10 Parts oder so. Aber die werde ich dann halt jetzt alle heute aufnehmen. Einfach um mal durch zu sein und dann vielleicht um die letzten Rennen auch wieder ein bisschen besser abzuschließen, wenn man dann wieder ein bisschen Übung hat und reingekommen ist und alles. Kennt das ja. So, 500 Meter noch bis zum Ziel. Vollgas. So, erster 10 Punkte für die Meisterschaft und das bringt uns dann 2 Punkte Führung. Gut, ich sag da mal Tschüss bis zum nächsten Part.